Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Jurassic World Evolution. Und irgendwo brauchen wir Futter. Ah, der braucht kein Futter. Wir hatten ja folgendes Problem oder haben folgendes Problem. Um den Zaun ein bisschen auszubauen, habe ich ihn ja betäubt und er kommt irgendwie nicht aus der Betäubung. Der Klaus. Er hungert und hat halt massig Durst. Gesundheit ist auch sehr niedrig. So, jetzt haben wir eine nette Info bekommen von den YouTuber oder User Marco. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der kam nicht auf die Idee, als er mein letztes Video gesehen hat, diesen Dino einfach mal zu transportieren von A nach B. Das werden wir jetzt mal machen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Wir packen ihn mal ins Wasser. Gleich die Anfrage zur kalte Dusche. Produktabholung erhalten. Ich bin gespannt. Weil wäre echt cool, wenn Klaus noch am Leben bleiben würde. Der Süße. Guck mal an, wie er schläft. Süßer Klaus. Ah, ein bisschen zu sehr nah dran. Die Gurte gehen automatisch dran. Zack. Das so gut ist fürs Genick. Da ist eine Ziege. Wenn er jetzt aufstehen würde, wäre echt cool, weil dann könnte er. Hier sind noch zwei Ziegen. Produkt wurde eingesammelt. Weil es ist Klaus und kein Produkt, du Tussi. Bitte, bitte. Produkt zugestellt. Ja, der Marco hat recht. Krass. Und gleich kann er trinken. Süßer. Du machst ja Sachen, Klaus. Wenn nicht einfach Kopf schütteln. Guck mal da, ganz viele Ziegen, Süßer. Hat sich gerade die Musik geändert? Nee. Ja, doch, hat sie, aber. Ich dachte, er hat jetzt hier. Oh, doch, jetzt geht's los. Ey, lass mich in den Wald gucken. Klaus hat Hunger. Zack, weg ist er. Super, frisst. Ja, also nochmal richtig fettes Dankeschön. Also an Marco. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Fettes, fettes Danke. Und Klaus lebt, das ist Hammer. Klaus lebt. Das ist einfach, glaube ich, nur ein Fehler vom Spiel. Dass er nach einer Betäubung nicht mehr aufwacht, außer man. Ja, man transportiert den Dinosaurier. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Er heilt sich auf jeden Fall auch cool. Nahrung, Wasser 100%. Geborgenheit steigt auch. Er steht nicht so auf Grasland. Ja, also, ja, ich bin gerade vom Thema abgekommen. Richtig großes, großes Dankeschön. Und, ach, komm, Klaus braucht einen Freund. Ah, bevor wir das machen, bauen wir nochmal ein Gehege hier irgendwo rein. Es geht. Ja, komm. Verbaut. Wie veräppeln? Vielleicht haben wir doch noch. Machen wir es von hier. Zack.
von dort. Ah, ist vielleicht ein bisschen schief, aber hey. Hey du Dino, geh weg da. Hopp, hopp. Du Merkel. Es ist ja wieder klar, Merkel muss wieder alles blockieren. So, dann kommt da noch ein Türchen rein. Zack. Hammer. So. Das brüten wir. Wir brüten jetzt nochmal ein Keratosaurus raus. Aus. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Egal. Hau raus. Brüten. Hm, macht er oder habe ich jetzt abgebrochen? Ne, macht er. So. Ich will einen Draco Rex bauen. Zack. Ah ja, Futterstelle. Ah ja, ja, ja. Ranger. Aufgabe hinzufügen. Zack, zack, da. 150.000, na gut. Ich bin zur Futterstation unterwegs. Aber wir machen ja schon ganz gut Geld durch den... Wie ist er nochmal? Keratosaurus? Ach, Klaus. So. Was haben wir noch als Mission? Oh. Das ist echt scheiße. Wir hatten schon bei 70%, glaube ich, ne? Aussondern. Was hat er denn nochmal? 74 und trotzdem gehen uns da mal die Eier kaputt beim Brüten. Das ist natürlich doof. Aber Klaus braucht einen Freund. Einen Buddy. Machen wir trotzdem. Ein Triceratops brauchen wir auch. Die kosten auch wieder so viel Geld. Hakenwurm. Forschungsziel im Forschungszentrum, bla, irgendwas mit Hakenwurm. Das war das Erforschen wahrscheinlich. Das hier kostet 125.000. Hakenwurm-Parasit, medizinische Behandlung mit Pfeilen. Machen wir. So, und da geht das Geld wieder flöten. Weg ist es. Tschüsseli. So, ich überlege noch in der Zeit, wenn wir gerade nichts zu tun haben, was wir noch hier machen können. Die Arena. Ich weiß nicht. Fossilien, los. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Forschung ist auch abgeschlossen. Rhenium, 100.000, gib her. Was haben wir hier? Extrahieren. Auch wenn das nicht so viel ist, extrahieren. Den Draco so weit wie möglich kriegen, ey. Unter 70% mache ich das nicht. Da hole ich den nicht. Gesundheit, warum steigt deine Gesundheit nicht? Na gut, sie steigt langsam. Und die Kaffeetasse wird langsam weniger. Zumindest der Inhalt. So. Kann man sehen, wie viele Leute hier drin sind? Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Die Kugel will ich auch bauen. Das geht aber nicht. Doch. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Kommt mir gerade eine Idee. Wenn die Gäste ihre Dinosaurier sehen können, erhöht es ihre Anlagenbewertung. Aber ich baue nicht... drei Sichtdingsbumsdinger um ein Gehege. Nutzen Sie die Kombination aus Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, Einschienenbahn und Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Das kann man vielleicht mal machen. Das sieht auch stilerisch vom Stil her ein bisschen anders aus, wenn man mal so ein Ding baut und mal so eins. Okay. Wie sozial bist du überhaupt, Klaus? Klaus ist nicht sehr sozial. Das heißt, einen können wir vielleicht noch reinballern ins Gehege und dann wird das Klaus nicht mehr mögen.
Aber passt schon. Ich glaube, ich werde irgendwann mal einfach mal just for fun hier einzäunen, den Gang, hier ein Tor einbauen und dann Dino Party. Sporadisches erweitertes Gehege würde ich das nennen. So, dann können wir die mal wieder wegschicken. Geld geht ja wieder langsam. Wie sieht es überhaupt mit den Triceratops aus? Ist der schon bei 70? Oh, der dauert ja echt noch. Triceratops. 78, dann können wir das ja schon mal machen. Da wird das Gehege echt langsam voll mit den Pflanzenfressern. Ah, wir hatten schon Triceratops. Ah, das ist schon Triceratops. Einen hatten wir ja schon. Aber einen zweiten? Habe ich jetzt einen dritten gemacht? Ich hätte ja, hier, fotografieren Sie zwei Triceratops. Da hatte ich das mit den zwei im Kopf, aber wir haben nur einen. Okay, die Tür können wir ja öffnen, dauerhaft. Pflanzenfresser dürfen ja gleich raus. So, wie sieht's mit Energie aus? Nun ungenutzt. Nur 33 ungenutzt, okay. Und der hat 0, na gut. Also Energie haben wir noch. Dinosaurier kann freigelassen werden. Ah, nein. Hab ich gerade vergessen. Tor schließen. So. Dann. Ranger, 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 wo seid ihr? Fahrzeug lenken. So. Ups. Boah, gibt's eine Hupe? Derzeit? Nee, der ist Handbremse. So, fahren wir schon mal ins Gehege. Tief. Aber das ist ein Rückwärtsgang. Oh, die kommen da hoch. So, hier warten wir jetzt mal ganz kurz. Jetzt freilassen. Keratosaurus. Schluck Kaffee. Ganz kurz Hallo gesagt. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. So. Und nochmal als Dankeschön benutze ich einfach mal deinen Namen. Wenn du es nicht möchtest, schreib es mir in den Kommentaren, dann ändere ich das wieder. Aber ich bin der Meinung, du hast Klaus das Leben gerettet. Da hast du dir auch das hier verdient. Zack. Wo sind die Ranger? Hey, Ranger! Krankheit. Ah, nach Hause fahren geht fix, ne? Na, mal her. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja, geh doch mal aus dem Weg. Ich finde das echt cool, dass sie diese Minisachen eingebaut haben diesmal. Helikopter fliegen, Auto fahren. Juhu. Ah, der Kranke ist ja auch gleich im Gehege mit dabei. So. Betäubung. Produkt identifiziert. Und ich kann nicht schießen. Ja, ah, danke. Ich habe es gesehen, dass ich daneben geschossen habe. Produkt
wurde behandelt. Genau, wo ist genug geheilt. So. So, Betäubungsgewehr. Hallo. Hey. Ich schieße auch noch daneben. Medizin unwirksam. Ach, geht ja nicht. Shit. Oh, oh, jetzt haben wir ihn wild gemacht, ne? Wir brauchen ja den Helikopter. Ich glaube, der kann nur betäuben. Helikopter. Aufgabe fliegen. Nee. So. Einmal betäuben. Bestätige Aufgabe. 30.000. Ich glaube, ich gehe. Ich wechsle meinen Beruf und betäube Dinosaurier. So. Transportteam. Was? Alter, die sind gerade rausgefahren. Gott sei Dank ist er nicht rausgerannt. Der hätte ein Gehege voller Pflanzenfresser nur für sich gehabt. Ja, betäubt er den mal. Mensch, 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 Mensch. Oh, haben sie. Transportieren. Und gleich zum Wach werden auch wieder ins Wasser. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, jetzt. Das Einsatzteam kann das wegfliegen. Ist er raus? Ach nee, ist doch gar nicht raus. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich brauche andere Arbeitskräfte. Dinosaurier ist tot! Oh, wer ist denn gestorben? Hat noch keinen Namen gehabt, okay. Ein namenloses Tier ist gestorben. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ah, kommt ein nächster. Der nächste Helikopter. Ist ja richtig viel los. So, dann Triceratops freilassen. Und wir brüten dann nochmal Ersatz aus. So, Triceratops Nummer 2. Das ist eine richtige Dino-Fabrik hier. So, wie nennen wir dich? Was? So? Zera mit Z. Die Person aus der zweiten Reihe schreit einen Namen, und zwar Zera. Dann nehme ich doch den. Ich bin, wie gesagt, unkreativ, was Namen angeht. So, Zera darf hier raus, Tür öffnen. Und hier ist schon wieder was krank, wenn ich das sehe. Achso, ist auch eine Mission. Triceracop ist krank. Ranger, Aufgabe hinzufügen. Triceratops, bitte. Ach wohl, wir machen das selber. Komm, das kriegt er nicht geschissen. Übernehme. Ja, ich sag doch, wenn ich das nicht übernehmen würde, könnte ich gar nicht fahren. Ah, Platz gemacht. Müssen ja eh noch ein Foto schießen. Okay, ist raus. Produkt identifiziert. Behandlung verabreicht. Verdammt. Gas. Es fehlt hier eindeutig die Lachgaseinspritzung oder so. Damit er schneller ist. So. Auf die Hörner. Oh, ich glaube, er findet sich okay. Aber okay, er rammt uns nicht. So, heile ist er. Wo ist denn der zweite? Können wir ihn ein bisschen treiben?
Eine Hupe wäre ganz toll. Möp, möp. Triceratop. Oh, jetzt hängt da oben der andere Trinkbrav. Richtig fotogen und der andere ist da oben. Ja, komm, lauf. Na los. Ich kann den nicht rammen, ich kann nicht gegenfahren. Was für eine doofe Kacke. So, jetzt aber. Wo ist der zweite hin auf einmal? Ah, ihr wollt doch mich veräppeln. Nur Hupe, um die aufzuschrecken. Wäre echt ganz toll. Können wir tricksen. Hier so alarmäßig hier so. Da sind Triceratops und ganz weit hinten auch. Sind zwei Stück. Müsste reichen für die Mission. Irgendwie nicht. Ruhe. Kriegst eine Betäubung. Vielleicht, nein, nicht da. In die andere Richtung. Genau. Genau in die. Bisschen treiben hier. Aber jetzt ist der andere versteckt. Ihr wollt mich doch verarschen. So, jetzt aber, schnell, schnell. Ich habe auf F gedrückt, scheiße. Statt auszulösen. Ah. Genau, Süßer. Nein, was machst du? Ich hole gleich Klaus und Marco. Er rammt, okay. Er kann's doch, aber wir haben keinen Schaden zugenommen. Ey, jetzt gehst du da. Also eigentlich hat der Jeep keine Chance, ne? Aber ich können ja wohl nicht kaputt gehen. Ah, du bist hoch da. Ach, jetzt ist der andere wieder sonst wo. Gut, ich lass das. Eingehende Übertragung. Ich habe es geschafft. Ja. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Hm. So, 1 Million haben wir gemacht. Ey, in die Kamera. So. Hm, bewegt das hier zum Fressen? Oh ja, Ranger Team. Fahrzeug lenken, Foto, Foto, Foto. Nein, ich habe schon wieder auf F gedrückt. Linke Maustaste zum Auslösen. Ja, ich weiß, wir haben... Schönes so Foto! Ja! Paparazzi-Mission abgeschlossen. Herausragende Arbeit. Ja. Sie haben meinen Dank. Ich weiß, nebenbei bin ich Künstler für Fotografie. Ich soll die Bräuche gar nicht mehr steuern. Die haben ihre Mission geschafft. Die haben ganz viel Geld gemacht. Bam, bam, bam. Ganz viel Geld. So. Kam hier was an? Silber. Weg. Ja, machen wir. Komm. Oh. Ah, nee, ich habe mir Draco noch gar nicht weitergemacht, ne? Drei was? Den kleinen hatten wir ja schon mehr als einmal. Tür ist noch offen. Wollt ihr nur einen Namen geben?
Tja. Ich nenne dich jetzt Lars. Oh, zack. Fertig. Ah ja, Draco. Wir wollen ja noch weiter Draco. Das heißt, wir müssen Leute nochmal wieder rausschicken. So, jetzt haben wir aber ein Engine. Das ist wahrscheinlich hier nur so eine Saurier-Informationsseite. Da will ich gar nicht so lange bleiben. Dann sehe ich nämlich die Umrandung der nächsten Saurier, die ich freischalten kann. Und ich möchte mich da nicht spoilern. Orte. Gibt es denn für Orte? Ach, so viel Text. Oh, Jurassic Park Tour. Haben wir leider nicht, ne? So, wenn wir jetzt Geld haben, können wir natürlich was in Forschung stecken. Gebäude können wir irgendwie nichts machen, okay. Gebäude-Upgrades. Mehr Inventarplätze lohnt sich irgendwie nicht. Nachladetempo um 1. Treffsicherheit. Ranger Team Plan. Hm. Reduzierte Unterhaltskosten 10%. Erdungseinheiten verringern das Risiko eines Stromausfalls in aufgewerteten Kraftwerken um 10%. Das macht schon eher Sinn. Hier mal wieder Treffsicherheit. Und Planung. Also wir können mehr Planungsfelder generieren. Ich weiß nicht. Fossilien brüte ich aus und ich weiß nicht, brauchen wir das? Für die andere Geschichte? Extraktionstempo. Also bisher habe ich da keinen Stress. Hm. Ich würde eher hier Ausfall, Strom, Ausfall. Na, wir machen erstmal das. Und schon wieder Regen. So, hier fehlt noch die Futterstelle. Ah, hier fehlt noch so ein Beobachtungsgedöns. Gehege. Müssen wir die Straße abreißen? Ich reiße die Straße ab und wir haben keinen Strom mehr? Oder sind sie über den Zaun auch noch verbunden? Naja, ist egal. Wir machen das ja schnell. Ist ja eh noch nichts im Gehege, von daher geht das ja. So. Ich weiß nicht. Ein bisschen breiter machen. Nee. Gut, jetzt müsste aber wieder verbunden sein. Hm. Können wir dieses andere Beobachtungsgebäude bauen? Das ist gesperrt. Müssen wir Erforschung freischalten. Okay. Und der Zaun ist auch wieder miteinander verbunden. Voila. Und wir haben jetzt kommt echt Geld rein, ne? In den Park. Hm. Ich glaube, hier den Arena-Modus, den packen wir mal weg. Können wir die wieder hochpacken? Ungefähr eben. Ja, ganz toll. Ich hätte was anderes nehmen müssen. Dauert ja echt lang hier. So. Das halbwegs eben aus. Denn, wenn wir Geld haben, was können wir hier noch bauen? Bunker können wir bauen.
Bunker. Der Rest ist noch gesperrt. Ah, das ist kein Bunker. Das ist ein Schutzraum. Ist dasselbe. Schütz vor Stürmen und ausgebrochenen Dinosauriern. Okay. Und ein Hotel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt genug Gäste dafür kriegen. Ist mir aber auch gerade Wurst. So, wir könnten hier... Forschung abgeschlossen. Ich glaube, das machen wir mal. Jetzt sind wir mal hin. Zack. Und ein Weg. Und können wir den Weg noch ein bisschen verbreitern? Oder mit so einem grünen Fleck zwischendurch. Zack, hier so. Das sieht bestimmt cool aus. Ja. Sieht fast wie gewollt aus. Können wir den noch ein bisschen breiter machen hier? So. So, und jetzt noch ein paar Bäume. Also ich finde es echt schade, dass man hier nicht sagen kann, mach da mal einzelne Bäume hin. Genau wie hier, hier sieht es pottenhässlich aus. Diese Verwaltungsgebäude. Nur diese Büsche, die, ja, machen es nicht besser. Das Gebäude, nein, es ist nicht pottenhässlich, es ist einfach Verwaltungsgebäude. Und ich würde sie gerne im Park verstecken, weil sie sehen halt nicht so toll aus für die Besucher. Würde ich da einfach Bäume vorpflanzen, so einzelne oder ein paar Parkbänke, weil dann sieht der Weg auch nicht so langweilig aus. Vielleicht hier nochmal ein Brunnen, einfach nur, weil man es kann. Das gibt es leider nicht im Spiel. Bitte Frontiers irgendwann nochmal nachschicken, das wäre ganz cool. So, ein Hotel. Krass. Ich glaube, dann bauen wir auch hier gleich einen Schutzraum. Wo war denn der? Schutzraum. Ach, der hat auch einen eigenen Radius. Ich baue jetzt einfach mal hier so hin. Zack, fertig. Weil hier sind ja die Fleischfresser. Ist ja hier ganz schlimm. Ganz schlimm. So, und eingehende Übertragung. Eine Insel freigeschaltet. Ach, da gibt's Tropenstürme. Ja, Standort C, allgemein bekannt als Isla Muerta, eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Hm. Kommen wir später zurück? Wenn wir zur Insel gehen. Auf der nächsten Insel öffnen sich Schutzräume. Schutzräume haben wir gerade gebaut. Verwaltung des Ventures Team und Krisen. Gefährliche Krankheiten. Also ich bleib nochmal so lange auf dieser Map. Können wir das später wechseln? Geht das? Weil hier haben wir noch gar nicht voll. Nehmbare Zufriedenheit. Fürsorgestrafe. Hä? Keine Gäste, Verletzung ist doch gut. Ah doch, hier können wir wahrscheinlich dann wechseln. Okay, das heißt, ich bleib noch auf dieser Insel. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Bitte. Also ich will zumindest noch den Draco. Wir wissen mal, ob das eher so ein Velociraptor-Vieh ist oder eher was Größeres. 61. Ich glaube, ich schicke nochmal ein, zweimal Expeditionsteams raus. Und ich würde sagen, den Draco heben wir uns mal für nächste Folge auf. Und dann gucken wir mal, ob wir hier den Park weiter ausbauen oder ob wir einfach in den nächsten gehen. Alter, kommen da viele Leute langsam hier. Ding ist ja voll. Und wo laufen die hin ins Leere? Guck mal, ein leeres Gehege. Oh.
Wie toll, ein leeres Gehege. Ist ja der Hammer. Der Schutzraum sieht auch cool aus. Oh, schließen. Sie rennt ja sofort rein, wenn ich hier öffne, den Schutzraum. Entschuldigung, war nur ein Testversuch. So, wie geht's Klaus? Wo ist Klaus? Da. Ey. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Ja. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Extrahieren Sie von Ihnen, um mindestens 50% eines Dinosaurier-Genoms zu erhalten. Okay, machen wir. Da ist Klaus. Er lebt. Gesundheit 100%. Yes. Die kommen alle nur, um dich zu sehen, Klausi. Alle nur für dich da. Und wo ist dein Kumpel? Dein Held in der Not, Marco. Streift erstmal im Wasser umher. So. Ja gut, ich würde dann erstmal einen Break machen. Ich weiß, ich habe es schon 3-4 Mal erwähnt. Nochmal einen großen Dank an Marco für den Tipp. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ah nee, Namen hinterlassen. Wenn jemand noch eine Idee hat, wie ich ein Tier benennen sollte, wenn ich noch eins baue. Oder dann klar, bauen wir noch welche. Zum Beispiel für den Dracorex. Oder wie er hieß. Wenn ihr einen Namen habt, einfach in die Kommentare. Und ich werde die benutzen. Dracorex. Ist er größer als der Kreatosaurus oder ist er kleiner? Naja, wir werden es nächste Folge herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.